den Pros im Bikepark hier oder auf Social Media zuzuschauen, kann ziemlich inspirierend sein. Und ich persönlich liebe es ja, mir einen guten Shredded reinzufahren. Manchmal denkt man sich dann aber auch, Mann, warum kann ich nicht so schön, warum kann ich nicht so stylisch fahren? Das Geheimnis der Burschen und Mädels ist aber, dass manche der Tricks gar nicht so schwer sind und dass man die ziemlich risikolos binnen weniger Tage lernen kann. Trick Nummer 1, der Brandon Fairclough. Ein Klassiker im Stil des britischen Multitalents ist es, das Vorderrad trotz nahender Landung einfach oben zu behalten. Das sieht nicht nur richtig wild aus, das kann auch ein kleines bisschen angenehmer sein. Und idealerweise habt ihr dafür einen Jump, der im Flachen endet, vielleicht auch ein Step-Up oder sowas. Oder ihr nehmt einfach einen normalen Jump, bei dem ihr ordentlich Auslauf habt. Das Ding ist nämlich, dadurch, dass ihr nicht mit beiden Rädern gleichzeitig landet, braucht ihr ein bisschen länger, um wieder volle Kontrolle zu generieren. Und da kann so ein bisschen extra Raum einfach nicht schaden. Tipp Nummer 2, der Brandon Semenuk. Ja, zweiter Brandon schon, vielleicht müsst ihr euch einfach einen anderen Vornamen geben und schon läuft es mit der Pro-Haftigkeit. Jokes aside, wir schauen uns jetzt den Nosebonk an. Das ist ein absolut integraler Bestandteil eines jeden Brandon Semenuk Edits. Das Problem nur, ein richtiger Nosebonk, also abheben, in der Luft das Vorderrad irgendwo absetzen und danach weiterfliegen, ist einigermaßen schwierig und dementsprechend auch ein bisschen gefährlich. Deswegen gucken wir uns den Mini-Nosebonk an. Der funktioniert nämlich trotzdem super, um eure Freunde auf dem Weg zum Trail oder zum Lift oder wohin auch immer zu beeindrucken. Und alles, was ihr dafür braucht, ist Bunnyhop-Technik. Da haben wir schon mal ein Video für gemacht. Und irgendwie ein hübscher Bordstein oder eine sonstige Kante, an dem ihr das üben könnt. Wir schauen uns das Ganze jetzt in mehreren Schritten an. Schritt Nummer 1. Ich fahre in einem ziemlich flachen Winkel auf die Kante an und ziehe dann, wie bei Bunnyhop-Übungen, nur das Hinterrad hoch, sodass ich nur mit dem Vorderrad über die Kante rolle. Schritt Nummer 2, ihr macht genau dasselbe nochmal, aber im Vergleich zum letzten Mal versucht ihr noch, während das Vorderrad auf der Kante ist oder kurz danach, es irgendwie wieder hochzubekommen oder über Gewichtsverlagerung euer Hinterrad nach unten zu bekommen, sodass beide Räder ungefähr gleichzeitig landen. Schritt Nummer 3, eigentlich genau dasselbe, aber mit einem kleinen Twist. Und zwar macht ihr kurz vor der Kante eine kleine Kurve von der Kante weg, sodass ihr, wenn ihr euer Hinterrad dann hochhebt, von der Schwerkraft nach außen getragen werdet, sodass idealerweise euer Hinterrad schon wieder neben der Kante ist, noch während das Vorderrad drauf ist, und dann macht ihr einfach Bewegung Nummer 2. Schritt Nummer 4, anstatt nur das Hinterrad hochzuheben, macht ihr die ganze Bewegung jetzt in einem Bunnyhop und drückt bereits ziemlich früh das Vorderrad nochmal auf den Boden. Fabio Wiedmer ist ein absoluter Meister des Hochsprungs, das hat er in diversesten Internetformaten bewiesen, und es ist wahr, damit ihr den Fabio machen könnt, müsst ihr ein kleines bisschen springen können. Schön aber, im Vergleich zu Whips, irgendwelchen Drehungen oder anderen verrückten Sachen, gibt es hier eigentlich kein Zusatzrisiko gegenüber einem normalen Straight Air, also gerade über den Sprung zu kommen. Der Grund dafür, Bros machen den Fabio Wiedmer, wenn man so will, diesen Move, nur dann, wenn sie versuchen, so hoch wie möglich zu springen. Was die machen und was ihr dann auch machen werdet, ist einfach schön über den Sprung zu fahren. Die Pros machen das mit Vollgas und kurz bevor sie am höchsten Punkt sind im Sprung, ziehen sie die Beine ein bisschen an und ziehen das Rad sozusagen an sich näher dran. Dadurch kommt das Rad ein paar Zentimeter höher, die Hüfte geht eher hinter den Sattel und dadurch gelangt man noch ein bisschen mehr in die Luft, und es hat sich auch als Bildsprache einfach dafür entwickelt zu, ich springe hier gerade so hoch, wie es irgendwie geht. Und diesen Effekt machen wir uns zunutze, weil es sieht genauso crazy aus, wenn man einfach normal über den Sprung springt. Das heißt, normaler Speed, normale Sprungtechnik, aber ihr zieht das Rad ein bisschen an und dadurch habt ihr diesen proigen Look. Außerdem macht es ein kleines bisschen Spaß und man hat ein bisschen mehr dieses Schwerelosgefühl. Versucht einfach die Beine wieder auszustrecken, bevor ihr landet, sonst wird es unangenehm. Trick Nummer 4, der Cécile Ravanel. Cécile Ravanel, absolute Enduro-Göttin. Und wie schafft man es jetzt in Enduro-Olymp? Na klar, mit kreativer Line-Choice. Und das kann und konnte kaum jemand so gut wie die schnelle Französin. Und dabei sieht kaum etwas so pro aus wie eine richtig schöne Highline. Genau wie eine Inside-Line innerhalb von der normalen Kurve lang geht, geht eine Highline überhalb des normalen Trails entlang. Das Ganze kann man zum Beispiel auf langen Geraden machen, einfach weil es ein bisschen sinnvoller und schneller ist, sieht aber nicht so pro aus. Was wir für den maximalen Pro-Look brauchen, ist eine Highline direkt vor einer Anliegerkurve, damit wir den Anleger entweder ein bisschen weiter aufmachen können oder schön von oben reinstechen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, vor Anliegerkurven, funktioniert aber genauso vor Spitzkern. Und damit ihr richtig pro aussieht, macht ihr das am besten an der Stelle, wo nicht allzu viele Leute fahren. Es gibt nämlich nichts, was von hinten besser aussieht, als wenn auf einmal jemand links oder rechts hochzieht, der Dreck ein bisschen runterkullert und die Person danach mit Mach 5000 durch die nächste Kurve knallt. Trick Nummer 5, der Bernard Kerr. Wenn ihr bisher bei den Namen nicht immer gewusst habt, welcher Move als nächstes kommt, bei Mr. Kerr sollte es eigentlich jedem klar sein. Kein Mensch ist besser in Stoppies als der schnelle Brite. Stoppie, das bedeutet nur über die Vorderbremse und ein bisschen Gewichtsverlagerung für kurze Zeit nur auf dem Vorderrad zu fahren. Im Vergleich zu den anderen Tricks ist das Üben hier ein kleines bisschen risikobehaftet, deswegen solltet ihr das am Anfang auf jeden Fall mit Flat Pedals machen. Dafür könnt ihr den Trick wirklich überall trainieren.
Im Idealfall geht es ein bisschen bergab, dann ist es am Anfang nämlich leichter, das Hinterrad hochzubekommen. Sobald ihr den Move dann sicher könnt, kann das Pro-Gehabe losgehen. Stoppie über den Table, klar. Im Lift, safe. Stoppie in der Landung rein, why not? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich auf jeden Fall unbedingt in den Kommentaren wissen, welchen Trick ihr als erstes probieren werdet. Vielleicht könnt ihr ja auch schon alle. Auch dann Bescheid sagen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.